legen Sie uns Steine in den Weg. Steindoktor TV. Natursteine reinigen. Ein wichtiges Thema, da hier schon die ersten Fehler gleich zu Beginn gemacht werden. Und zwar gleich bei der Grundreinigung. Ist Ihr Naturstein neu verlegt, ist es wichtig zu wissen, ist er säureempfindlich oder nicht. Das heißt, können wir einen Reiniger auf Säurebasis nehmen, also einen Kalk-Zement-Schleierentferner, um die Fugenreste gut zu entfernen, oder müssen wir einen basischen Reiniger nehmen, um säureempfindliche Natursteine zu reinigen. Nachdem die Reinigung erfolgt ist, können Sie Ihren Stein imprägnieren und anschließend kommt die Unterhaltsreinigung. Und bei der Unterhaltsreinigung ist es wichtig, dass Sie Reiniger nehmen, die nicht schichtbildend sind und pH-Wert von 7 ungefähr haben, also pH-neutral ist. Das heißt, dass der Stein nicht angegriffen wird. Gut wäre noch eine Desinfektion, eine leichte. Und dann haben Sie den perfekten Reiniger für Ihren Stein und auch noch lange Jahre Freude daran. Trotzdem wird im Laufe der Jahre, Monate oder auch nur Wochen, werden Flecken auf dem Stein entstehen durch Kaffee, Rotwein, organische oder anorganische Stoffe. Hier gibt es zu jedem Problem auch den entsprechenden Reiniger. Wir als Steindoktor benutzen Produkte von der Profifirma Klenax. Da gibt es die entsprechenden Unterhaltsreiniger, Grundreiniger und Spezialreiniger. Einen Link dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Wenn wir die Reinigung nicht mehr chemisch schaffen, weil der Schmutz schon zu stark eingedrungen ist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, auch eine Reinigung mechanisch zu machen. Das heißt, durch bestimmte Pads, wo Diamanten eingedampft sind, durch Bürsten, durch Strahlverfahren, Trockeneisstrahlen, Spons, Jetstrahlen, all das ist möglich, um den Stein anschließend noch zu reinigen. Und wir haben uns darauf spezialisiert, alle diese Dienstleistungen für Sie auszuführen. Legen Sie uns Steine in den Weg. Steindoktor TV. Zu Fragen und Anregungen lesen Sie die Pflegeanleitung oder fragen Sie Ihren Steindoktor, keinen Apotheker.